Und damit begrüße ich euch ganz herzlich zu einem Let's Show von GTA San Andreas. Und zwar in der GTA, ja, The Trilogy. Eine Remastered-Variante von den damals erschienenen GTA San Andreas, GTA 3 und GTA Liberty City. Hier jetzt auf der Xbox Series X, denn die Switch-Version habe ich noch nicht als Cartridge und hier ist es im Game Pass von der Xbox enthalten. Und zwar nur San Andreas, was ich ein bisschen schade finde, aber ja, es ist halt so, ne? Also das darf man jetzt auch nicht vergessen und man sollte dankbar sein, dass es da entsprechend zur Verfügung gestellt wird. Ach nee, nicht The Trilogy, The Definitive Edition sogar. Okay. So, Option, was haben wir denn hier? Wir wollen erstmal ganz kurz die Grafik angucken. Wiedergabegetreu, Leistung, Wiedergabegetreu, okay. Linsenreflexionen an, Tiefenschärfe an. Schärfentiefe heißt nicht Tiefenschärfe. Zugänglichkeit Deutsch, Untertitel Deutsch. Das lassen wir alles mal an. Okay, und dann starten. After 5 years on the East Coast, it was time to go home. Welcome to Los Santos Airport. Sup? Carl is sweet. Sup, sweet? What you want? It's mama. She's dead, bro. I'll take that, Hernandez. Hey, that's my paper, man. That's money. This is drug money. My money, man. Hey, don't worry about it. I'll fill it out later. Welcome home, Carl. Glad to be back. You haven't forgotten about us, have you, boy? Hell no, Officer Tenpenny. I was just wondering what took y'all so long. Get in the car. Ease up, man. Damn. Watch your head. Ah. Oh, my bad. Get out of here, you greaseball bastard. Stupid Mexican. Oh, hey, sorry. My bad. Hey, man, my bad. How you been, Carl? How's your wonderful family? I'm here to bury my moms. You know that. Yeah, I guess I do. So what else you got shaking, Carl? Nothing. I live in Liberty City now. I'm clean. Legit. Nah, you ain't never been clean, Carl. Well, what do we got here? This is a weapon, Officer Pulaski, that was used to gun down a police officer not 10 minutes ago. Officer Pendleberry. A fine man, I might add. You work fast, nigga. You know I just got off the plane. Well, that's a good thing we found you. We retrieved the murder weapon. That ain't my gun. Don't bullshit me, Carl. Yeah, don't bullshit him, Carl. What the fuck you want from me this time? When we want you, we'll find you. In the meantime, try not to gun down any more officers of the law. Y'all can't leave me here. This baller's country. I thought you said you was innocent, Carl. But you don't bang. This is Car 58. See you around like a donut, what? Carl. Officer Pendleberry's down. We'll be right up. Oh, shit. Here we go again. Worst place in the world. Rolling Heights, baller country. And I ain't represented Grove Street in 5 years. But the ballers won't give a shit. So, da sind wir jetzt im Spiel. Und das Erste, was mir auffällt, erstmal grafisch, hat sich da wirklich einiges getan. Klar, es ist jetzt nicht so ein Sprung, so von wegen, wie
The Legend of Zelda Link's Awakening zu Link's Awakening auf, also vom Game Boy zur Switch. Aber es ist trotzdem hier ein Sprung erkennbar und da denke ich mal, ja, müssen wir uns nicht weiter drüber unterhalten, dass es hier wirklich grafisch bei weitem verbessert wurde. A gedrückt, um in die Pedale zu treten. Drücke A schnell, um hintereinander zu beschleunigen. Achso. Ich muss so fahren. Okay. Also jetzt muss ich hier ganz schnell A drücken, um Fahrrad zu fahren. Halte L, um dein Gewicht zu verlagern. Wow. Autsch. Grove Street. Home. At least it was before I fucked everything up. Ich muss dazu sagen, ich habe die GTA 3 Teile nie gespielt. Ich habe hier also gar keine Erfahrung, was das Ganze angeht. Denn ich besaß keine PlayStation, auf dem PC war es mir damals einfach zu teuer. Konnte ich mir einfach ganz ehrlich nicht leisten. Ich frage mich, wie er das gerade macht. Er tritt ja nicht. Mit Y absteigen und zack. Warum hält er sich die Hände hoch? Achso. Weil er geschockt war. Take care of our business. Go see your brother at the cemetery. Come on, let's bounce. You want to drive? Yeah, that's cool. Nice car, Smoke. You know me. It's not cut. Keep the value in it. Keep it real. Okay. I miss you these 5 years, man. They're gonna be real happy to see you. Hey, what's up, y'all? Look who I found hanging around. Carl, hey, good to see you. I can't believe she gone, man. That's another funeral you ran away from, fool. Just like Brian's. Hey, she was my mama too. Not for the past 5 years, she wasn't, nigga. And where the fuck you think you going? What? Get out my face. I'm going to see Caesar. The hell you are, girl. You ain't messing with them essays. You know we beefed it. They ain't nothing but a Look, bunch of lowlife. What the fuck are you? At least I got principles. Oh, and I guess that makes you an upstanding American. Carl, tell him. Carl, don't tell me shit, As long bitch. As he treat her right, disrespect you, and he did. How the hell you gonna say that? Like it's any business of yours. Fuck you, sweet. Oh, shit. Fucking asshole. Here we go again. This shit's real fucked up. Everything. What you mean? What, apart from your mother being dead? Things are going real bad. Here, let me show you running, man. Tony's buried over there. Little devil over there. And big devil over there. Man, it's just crazy. Everybody blasts on food first, then ask questions second. Willkommen in Amerika. Erst wird geschossen, dann gefragt. Drive by, incoming.
back to the hood, man. It's too crazy around here. Grab a bike and pedal. Either you ain't forgotten that. Follow my lead. Jetzt müssen wir erstmal abhauen, so wie es aussieht. Ich soll dem folgen. Take you back some, huh, CJ? Yeah. Things has changed around here. CJ, watch your back around here, man. How I get so bad? I thought this was family's turf. Yeah, it's Temple Drive family. We don't roll with them no more. Alter. Sagt mir doch einfach, wo ich hinfahren muss. Ich muss die ganze Zeit bei dem bleiben. Wohin fahrt ihr denn? Okay, verteilt euch, bleibt dran. Ja, ist klar. You're just a liability, CJ. Why you bother coming back? Straight back into the game, right, dog? Wasn't this bad before you left? You haven't had the love for this. East Coast got you all thinned out, home. Wo ist denn der Typ jetzt hin? Kannst höhere Bunny Hops ausführen. Okay. Oh, cool. Ja, komm. Ich weiß ja nicht, wo ich hin muss. Ich muss ihm ja nur die ganze Zeit folgen, ne? Ja, komm, gib Gas. Hier kann ich ranzoomen. Oh, hi. Bin immer weg. Wieso trifft er mich die ganze Zeit? Was soll denn das? Aua! Ah! Steig aufs Fahrrad, ja. Halt! Oh, jetzt hat er jedenfalls mal ein bisschen Abstand. Jetzt kann ich schnell hier weg. Danke. Sold them niggas who's gangster. Ride a nigga. So when you leaving, Carl? I ain't sure. Thought I might stay. Things is fucked up. Well, the last thing we need is your help. Ah, man, I won't let you down. I swear. Hey, we gonna call some hood rats and chill the hell out. You want some? I got a whole lot going on. I'm tired. I'll catch y'all later. Hey, yo, just drop in. We all hanging out. Gia, and get yourself some colors, fool. And a haircut. It's embarrassing to be seen with you. Du kannst jetzt dein Spiel speichern, indem ich CJs Haus betrete. Mission erfüllt. Respekt. So. Also, jetzt gucken wir erstmal. Da habe ich das Schnellauswahlmenü. Mit RB gehe ich dahin. Ah, damit schlage ich, okay. Jetzt muss ich aber ganz kurz, bevor ich nämlich in ein Auto einsteige, das fällt mir gerade ein, und das könnte nämlich böse... Radio aus. So. Sonst böse ich auf das Video einschlagen und dann wäre das doof, ne? Aber wie laufe ich denn? Mit A laufe ich auch nicht. Mit Y, mit X springe ich. Nö. Okay. Na, dann speichern wir erstmal. Haus der Johnsons. Gib dich zum Diskettensymbol, um das Spiel zu speichern. Wenn du das Spiel speicherst, wird die Uhr um 6 Stunden vorgestellt. Okay, krass. Was haben wir hier oben?
Kleiderschrank. So, ich soll mir ja was anderes anziehen, hat er ja gesagt. Mal gucken. Oberkörper, weißes Tanktop. Beine, also, ne, ich hab hier gar nichts. Cool, da drinnen hängen Klamotten, aber ich hab nichts zum Anziehen. CJ ist so eine halbe Frau. Mein Kleiderschrank ist voll, aber ich hab nichts zum Anziehen. Ja, moin. So, das heißt also, ich muss jetzt erstmal speichern. Dann geht's 6 Stunden voran. Okay. Dann war es 23.50 Uhr. Wunderbar. Geh zu Ryder, er wohnt ein Stück die Straße hinunter. Na komm, wie kann ich zurückfahren? Ach, mit X, okay. Ach so. Also, die Aussage war ja, geh zu Ryder, er wohnt ein Stück die Straße runter. Mhm. Ist klar. Hello. Hey, thought I explained some shit. Sweet. Hey, what's up? Since you've been away, shit has changed around here. Grove Street families ain't big no more. Seville Boulevard families and Temple Drive families are beefing and split with the Grove. Now we so busy set tripping, Ballers and Virgos have taken over. So watch yourself out there. Yeah, I hear you. Thanks for the heads up. Don't mention it. Okay. Erstmal gucken wir hier. Das könnte fast so ein Pool sein. Aber egal. Mal gucken, was hier auf der Party abgeht. Hey man, what you want? Seeing my homie. What's up with you? Yeah, homie. Yeah, it's good to see you back. No homie love? No huh? Oh, for sure, my nigga. My bad. What's cracking with you? Hey man, what you strapped for? Man, some pizza place keeps painting over our hit up, man. Shit is beautiful. Teach the owner a lesson. The fucking Grove Street. You damn? I'm always dead. Let's go, bitch. Hey, show me how they drive on the East Coast, homie. Ah, jetzt darf man endlich mal ein Auto fahren, ja. Ruthless. Hey, O'Ree still run the barbershop? Like a raggedy-ass motherfucker. He popped his membrane years ago. And the way I let that old fool in my head... Yeah, I think I'll get cut up. Whatever. You got 5 minutes? I'll be cutting you like a DJ. So when you running off again? I'm not. I'm thinking of staying. Why? My family, the homies is here. We were always here, fool. Yeah, but now I'm back, and I know what I've been missing. Don't expect me to kiss your ass or nothing. You still a buster to me. Yeah, okay. Thanks, homie. So, jetzt erstmal gucken, wo ich hier lang muss. Nee, 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 nee. Warum ist das Radio jetzt an? Frage ich mich jetzt gerade. Warum ist das Radio an? Warum ist das Radio an? Radio aus. Autotune an. So. Danke. So, gut. Also, erstmal fahren wir jetzt dahin. Wie der daneben gesprungen ist. Ah, ich soll mir jetzt erstmal so eine neue Frisur machen. Na, super. Sit yourself down, CJ. Also, eine neue Frisur. Wie viel Geld habe ich denn? 350. Afro, Afro, flach. Jerry Curl. Na komm, nimm mal Jerry Curl. Nee. Achso, da unten geht's noch weiter. Kurze Bürste. Hm. Cäsar und Ziegenbart. Komm, mach mal so.
Hat sich zwar jetzt kaum was geändert, aber ist in Ordnung, ne? Ist in Ordnung, lassen wir mal so. Shit. I told you he was crazy. Man, you jacked up. Man, what's this? Shit look ridiculous. No respect for the hood. All clean as shit. Looking too skinny, CJ. I wanna get us something to eat. I'm gonna finish this. Then I'm gonna take care of business. Also, ich muss jetzt innerhalb von ein paar Sekunden mal zunehmen, ne? Ich sehe zu dünn aus. Okay. Essen gibt dir Energie, aber wenn du zu viel isst, wirst du fett. Na gut, ich soll ja jetzt, ne? Geh in die Pizzeria und hol dir was zu essen. Okay. Also hier wird auch auf die Ernährung geachtet. Man muss fett werden. Ja, typisch amerikanisch. Leider. Die volle Lutsche. Yep. We stack 'em high, sir. Here, next. Was hat er denn jetzt vor hier? Ernsthaft? Give up the money. This a raid. Ryder, not this again. It ain't me, fool. No one else is that small. I feel sorry for your dad. Shit, you crazy. Let's get up out of here. Same old CJ. Buster. Straight Buster. Oh, shit. Run. This pizza parlor's no pushover. Schön. Erstmal hier, ne? What you waiting for, fool? Take us back to the Grove, motherfucker. Super. Bisschen vorsichtig, da war die Polizei. Ich muss ja nicht gleich am Anfang gegen die Polizei fahren und mein Fahndungslevel auf ein neues Niveau bringen. Da, guck vorher links und rechts, bevor du über die Straße gehst, Junge. So, hier wieder schön einparken. Damit er nicht Pipi in die Augen kriegt. Better drop by and see Sweet. He's been yapping on about that graffiti too. Later, homie. Okay, also ich soll bei Sweet vorbeigucken. Aber er hat mir jetzt nicht gesagt, dass ich seinen Wagen nicht verwenden darf, ne? Also insofern würde ich jetzt mal seinen Wagen nehmen und... Achso. Mann! So kann man doch gar nicht die schöne Aussicht von Liberty... Nee, San Andreas genießen. Come on, fat boy. Watch out, fool. Come on, fat boy. Watch this, fat boy, look at, look at. Look who's here. It's running, man. What, you think you back on the set? I told you that, bro. Your word don't mean shit around here. Come on, man. Give me a break. We gotta go hit up the hood. Hey, CJ. Let them know you back on the set. The Johnson brothers are rolling again. Take this paint and go hit shit up. Start with our own set first. Later on. We spread, I'll take the whole hood back. You already spreading out, fat man. Let's play. Let's see what you got, poor chop. Hey, wait up. Nah, thought you'd hang with your brother, huh? Oh, ease up, little man. Come on. It's been difficult. You want to drive? Yeah, for sure. Okay, also jetzt müssen wir irgendwo, so wie es aussieht, die Wände besprühen. Ja, Vollgas, komm. Watch for those rollers as I tag this up. Oh, elegant, wie er gesprüht hat, oder? There's another two baller tags in the hood. You gonna get them, and I'll keep the engine running. Hä? Ich darf nicht einsteigen. What? Ach so.
Okay, ich muss hier also mehrere. 100 Stück insgesamt. Nett, danke. Wo ist das andere? Das soll hier irgendwo sein. So, steigen wir mal ins Auto. Schön. Come on, let's cruise in the baller's territory. Wohin geht's jetzt oder wieder zurück? Nee, es geht noch nicht zurück. Schön. Feindliches Ganggebiet kann gefährlich sein. Wenn du dich dort zu lange aufhältst, erregst du Aufmerksamkeit. Okay. Na dann, wollen wir doch mal schauen, was uns jetzt hier erwartet. Na toll. Ja genau, fahr mich einfach um. Oh, aber ja. Diese in lila gekleideten Typen sind Gangmitglieder der Ballers. Sie sind eure Erzfeinde. Halte RT gedrückt, um ein Gangmitglied ins Gesicht zu sprühen. Ja, Bruder. Da kommt die Polizei. Das heißt, dann verkrümmel ich mich mal dahin. Ich muss wieder zurück zu dem Punkt kommen. Wie laufe ich denn? Wie laufe ich? Ich weiß es nicht. Drücke X, um über den Zaun zu klettern. Ah, okay, ich muss jetzt hier hoch. Und ich bin so los. Da komme ich nicht hoch. Das soll ja hier irgendwo sein. Okay. Da ist... Und wieder eins erwischt. Ja, schön. Da ist er. Warte mal, kann ich mich jetzt hier runterhalten? Nein. Komm rüber. Get us back to the hood, CJ. Schnell zurückfahren. Huh. Boah, Hilfe, sie verfolgen mich. Dann flüchte ich mal lieber. Wow, 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 wow. Wie ich hier fahre, ist ja echt unter aller Sau. Crash took all my paper, man. Left me with number small change. Hey, get yourself a beer or something. I'll catch up with you. Ein Bier für $200. Yep. Hello, ladies. Pay me enough to get in that piece of shit. I may look interested, but trust me, I'm not.
You just made me spill my sprunk. You're gonna shoot me over $200, man. Anruf. Carl, it's Officer Hernandez. Who? Officer Hernandez. I work with Tenpenny and Pulaski. Oh, the bitch. What the hell you want? Hey, show me some respect, boy. Don't fuck yourself. You just a bitch. You watch your tone, boy. Now listen, I've got a message from Officer Tenpenny. Don't try and leave town. That would be a big mistake. You hear me? We're watching you. Whatever you say, bitch. Ja gut, dann würde ich jetzt sagen, machen wir jetzt noch eine kleine Spritztour und schauen einfach mal, was uns jetzt wirklich San Andreas so bietet. Ja, klar, die Mission kann man machen, die gehen auch sehr, sehr lang. Ich glaube, das ist eins mit der größten, was die Spielzeit angeht. Und ich soll die Stadt nicht verlassen, aber ich würde jetzt gerne mal... Wie gesagt, ich kenne mich hier gar nicht aus, deswegen muss ich jetzt gerade erstmal gucken... Wo ich mal am besten lang fahre. Oh, ist das eine Einbahnstraße? Tut mir leid. So. Fahren wir einfach mal den Schnellweg. Hier in die große Stadt rein. Dann fahren wir hier ab. Fahren wir ab. Oh, Alter, du Idiot, ey. Du Sonntagsfahrer. Oh, hier ist auch noch Stau. Was soll denn das hier? Du. Sorry. Ich habe meinen Führerschein gerade erst bei Aldi gekauft. Autsch, sorry. Oder war es doch Lidl? Keine Ahnung, dann war es Kick. Also ich wollte eigentlich gucken, da wollte ich hin. Hier runter. So, und wer jetzt das Radio vermisst, klar, das vermisst man dann schon. Wenn ich alleine spiele, würde ich das auch machen, aber wie gesagt, aufgrund der ganzen GEMA-Problematik mit YouTube und so weiter, gehe ich mal hier lieber auf Nummer sicher, nicht, dass dann irgendwas... gesperrt wird oder ich dann entsprechend hier irgendwelche Copyrights verletze, das möchte ich natürlich nicht. Natürlich nicht. So, wartet mal. Hier steht ja jetzt nicht, dass ich das nicht nehmen darf, ne? Mit so einem Feuerwehrsprühwagen, Spezialmission an, Wassersprühen, LB. Ja, moin. Oh, ich war falsch gefahren. Ich musste hier hoch, ne? Okay. Oh, verdammt. Ich habe die Polizei hinter mir. Oh, shit. Ich sollte mir ein besseres Auto holen. Das ist nämlich hier dann doch ein bisschen zu träge. Ja, der ist schön. Der ist schön. Den nehmen wir. Bevor die Polizei kommt. Komm, aussteigen. Ja, damit fährt es sich doch schon viel besser als mit dem Feuerwehrwagen. Ups, sorry. Oh, sorry. Ja, ich weiß, da geht mehr. Tut mir leid. Ah, ist... Ah, verdammt. Das war nicht meine... Nein! Ich weiß nicht, was ich hier tue. Ich kann nicht wirklich Auto fahren. So, und schon sind wir hier ein bisschen... Haben wir ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen, denke ich mal. Dass man einmal sieht, wie krass die Polizei hier eigentlich abgeht. Aber irgendwie...
Ah, da ist er ja schon. Oh, du Idiot. Nicht, wenn ich jetzt gerade vor die Polizei abhaue, aber irgendwie auch nicht. Also irgendwie kommt hier keine Polizei. Ich fahre hier eigentlich ganz gut. Oh. Die schießen sogar schon. Yo, Amerika. Willkommen in Amerika. Hier schießt die Polizei gleich. Ja gut, ich bin ja auch Mörder, ne? Mal davon abgesehen. Hm, habe ich hier irgendwie eine Möglichkeit, mal nach hinten zu sehen? Nee, ne? Na toll. Oh, verdammt, hier darf ich noch gar nicht raus. Hui, hi! Schön, dass du mich verfolgst. Ich war eigentlich so, dass es mal auf der Karte war, dass man sehen konnte. Wow! Komm, lass mich einsteigen. Lass mich einsteigen! Ja, komm, steig ein! Mann! Ah, geil. So, jetzt habe ich einen Polizeiwagen. Wie mache ich die Tröte aus? Ich würde gerne die Sirene ausmachen. Ich bin so doof. Ich bin so doof. Ich bin so doof. Komm, steig wieder ein. Sorry, Jungs. Schnell weg, schnell weg. Sorry, Junge. Oh, shit, jetzt habe ich ein Problem. Ich kann nicht aussteigen. Doch, kann ich. Okay. Huch. You really wanna fight me? Ja. Was war das? Irgendwas eingesammelt, ist mir aber gerade egal. Erstmal hier beiseite kommen. Nee, hier bin ich noch nicht ganz sicher, aber hier bin ich jedenfalls irgendwo in der Nähe von sicher. Gut. Also Leute, das war so ein kleiner Überblick von GTA Definitive Edition, Remastered, wie auch immer, die Trilogie. Ich hoffe, ich konnte euch damit so ein ganz kleines bisschen was zeigen und... Ja, ich bin tot. Ich würde sagen, wasted. Oder gescheitert? Wie heißt es denn? Außer Gefecht. Ich bin euer Tro, haut rein. Tschüss.